Topspiel in der Kreisklasse 8. Der bisher ungeschlagene Tabellendritte FTSV Lorbeer empfängt den Tabellenzweiten VSG Stapelfeld. Beide Teams trennen nur 4 Punkte und beide Mannschaften bejubelten diese Saison bereits über 100 Tore. Großen Anteil daran haben kurioserweise zwei direkte Gegenspieler. Marco Franz, Kapitän von Stapelfeld, als Innenverteidiger überragende 14 Saisontreffer und hier im Bild Lorbeers einzige Spitze Timo Vriet. Der Strafraumstürmer netzte sogar schon 22 Mal ein. Bei dem von links nach rechts in Blau spielenden FTSV ist es dann natürlich auch Vriet, der die erste Duftmarke setzt. Doch das Schüsschen ist kein Problem für Keeper Rodriguez Saborido, das kann er besser. Auffällig, Lorbeer beschränkt sich zunächst auf Defensivarbeit, Stapelfeld mit mehr Ballbesitz. Der Strafraum ist aber Tabuzone. Gefährlich wird es nur aus der Distanz. Es mangelt aber nicht nur bei Dennis Schmidt noch an Präzision. Was macht eigentlich Timo Vriet? Der ist bisher blass, aber er bekommt von seinen Kollegen auch einfach keine Bälle. Viel Taktik, wenig Action, typisch für ein Spitzenspiel. Jetzt die Chance über einen ruhenden Ball für Lorbeer. Dennis Lohmeier hat sich das Leder geschnappt, aber beiden Teams fehlt vor dem Tor einfach die Entschlossenheit. Doch Lorbeer bleibt jetzt dran. Endlich mal Platz im Zentrum. Wladimir Gomez hat die Übersicht für Vriet. Und der Ball zappelt im Netz. 42. Minute, die Führung für den FTSV aus dem Nichts. Timo Vriet ist das aber total egal. Ein typischer Vriet mit Rechtsgriff am liebsten, bereits sein 23. Saisontor. Die Führung im Topspiel, das gibt eigentlich Sicherheit. Denkste, riesiges Missverständnis im Aufbau. Lukas Johannes, Marius Dominski sagt Danke und markiert den verdienten Ausgleich. Lukas Dominski, in der Kabine Lulu genannt, ist vom Beruf Rettungssanitäter. Hier reanimiert er sein Team in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Besser aus der Kabine kommt dann zunächst der FTSV Lorbeer. Die Flanke von Abderrahmane Bassi ist gut getimt und landet natürlich bei Timo Vriet. Der 25-Jährige kann dem Ball aber nicht den nötigen Druck geben. Richtig Torgefahr können beide Mannschaften kaum entwickeln. Das liegt auch am Stapelfelder Kapitän Marco Franz. Er überzeugt vor allem durch sein gutes Stellungsspiel. Dann wird es knifflig im Strafraum von Lorbeer. Dennis Schmidt kommt zu Fall. Schiedsrichter Arno Streit zeigt sofort auf den Punkt. Elfmeter. Ausgerechnet Torschütze Timo Vriet geht etwas zu ungestüm in den Zweikampf. Der Elfmeter ist Chefsache. Marco Franz wird ausführen. Der Kapitän, der Antreiber und der Torjäger. Ganz abgezockt bringt er seine Mannschaft in Führung. Fünfzehnter Saisontreffer für den Rechtsfuß. Beim VSG hat nur Stürmer Marco Schulz noch mehr Treffer. Der fällt mit einem Leistenbruch aber wohl bis Saisonende aus. In Unterzahl fehlt Lorbeer in der Schlussphase dann auch die Konzentration. Kapitän Ayub Chalomi verdattelt den Ball im Aufbau. David Hillebrecht macht alles klar. 3:1, Stapelfeld. Der BVB-Fan markiert seinen 6. Saisontreffer. In der Mannschaft wird er schon liebevoll Marco Reus genannt. Dann ist es vorbei. Der FTSV Lorbeer kassiert vor rund 50 Zuschauern verdient seine erste Saisonniederlage, ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten aus Stapelfeld. Der VSG baut den Vorsprung auf 7 Punkte aus, hat aber 2 Spiele mehr auf dem Konto.